Christian Löhr, Das Glückskind, gelesen von Jasmin Stab. Ein armer Bauersmann, welcher Martin hieß, hatte zwei Kinder, die er gar herzinnig liebte. Es waren ein Sohn und eine Tochter. Als er nun auf seinem Totenbett lag, da rief er sie beide zu sich und sagte: »Ihr herzallerliebsten Kinder, ich muss nun von euch scheiden, aber obgleich ich sterben muss, so lebt doch der liebe Gott immerfort. Und wenn ihr euch recht lieb haben werdet und du, Wanst, recht ordentlich wirst arbeiten lernen, so wird alles schon gut gehen.« Wanst war sein Sohn. Der Vater sagte weiter: »Dass ich euch nicht viel hinterlassen kann, wisst ihr ja. Als ich eure selige Mutter heiratete, brachte sie mir ein paar alte Holzschemel und einen Strohsack mit ins Haus. So habe ich auch noch meine Henne, meinen Nelkenstock und diesen Silberring hier. Den Topf aber mit dem schönen Nelkenstock und den Silberring, die ich beide schon so manche Jahre aufbewahrt habe, hat mir eine vornehme Frau geschenkt, welche in meiner Hütte einmal zur Nacht blieb und von welcher ich bis zum heutigen Tag nicht weiß, wer sie war oder woher sie kam und wohin sie zog, denn es schickte sich nicht, danach zu fragen. Sie sagte, ich möchte den Nelkenstock gar fleißig pflegen und ihn begießen, den Ring aber stets aufs Beste aufbewahren. Sie sollten aber alle beide dir, liebe Tochter, zugehören und dich einmal trösten, wenn du recht arm und verlassen sein würdest. Dennoch sollte ich dich Glückskind nennen, welches ich auch getan habe. Hier, Glückskind, nimm, was dein ist, Ring und Nelkenstock. Das Übrige gehört dem Wanst.« Der Vater starb nach einigen Tagen. Die Kinder nahmen jedes, was ihm gehörte, und blieben beisammen. Glückskind hatte den Bruder Wanst gar sehr lieb und dachte, er würde sie auch recht lieb haben, welches aber nicht geschah. Denn als sie sich einmal auf einen von Wanstens zwei Schemeln setzen wollte, jagte er sie davon weg, setzte sich selbst ganz hochmütig auf den einen Schemel und auf dem anderen streckte er tölpelhaft seine Füße aus, die gar dick und stämmig waren. »Die Schemel sind mein«, sagte er übermütig und vornehm. »Du kannst deinen Ring behalten und deine Nelken.« Das Glückskind weinte im Stillen seine bitterlichen Tränen und wusste nun nicht einmal, wo es sich hinsetzen sollte. »Ach, dass der Wanst so garstig sein könnte, das hätte sie ja nimmer da geglaubt. Und desto weher tat es ihr denn.« Stehend hatte sie bis zum Abendessen ein wenig genäht. Aber Wanst hatte großtuend und nichtstuend auf seinen Schemeln geruht. Und als Abendessenszeit kam, holte er sich ein paar Eier von denen, welche die Henne seit einigen Tagen gelegt hatte, kochte sie und aß sie nebst einem großen Stück Brot, wovon noch etwas Vorrat da war. Aber der Schwester gab er weder Brot noch Ei. »Das ist für mich«, sagte er, »und ist mein. Du magst zusehen, woher du etwas zu essen willst nehmen. Versuche das hier«, sagte er, indem er ihr die Eierschalen zuwarf. »Ich habe nicht mehr für dich. Doch gibt es draußen noch Frösche im Sumpf genug, die magst du dir holen.« Da ging das arme Kind still weinend in sein Kämmerlein und klagte dem lieben Gott seine Not. Im Kämmerlein aber duftete es mit gar lieblichem Geruch. Das taten die Nelken, die frisch und herrlich dastanden und über welche das Mädchen sich so herzinnig freute, dass es den Bruder und den Hunger ganz vergaß und aufhörte zu weinen. Da sah es nun seinen Nelkenstock an. Der aber war ziemlich trocken, da sagte das Glückskind: »Ihr lieben holden Nelkenblumen, wie sollt ich denn euer vergessen? So schön riecht ihr und habt so prächtige Farben. Nein, ihr sollt mir nicht dürsten.« Darauf nahm sie den Krug und eilte im Mondschein zum Brunnen, Wasser zu schöpfen, um die Blumen zu erfrischen. Der Brunnen war aber weit, und sie hatte sich müde gelaufen, als sie hinkam. Sie setzte sich an dem kühlen Brunnen nieder
um erst ein wenig auszuruhen. Sie hatte ja daheim ohne dies nichts zu schaffen und zu essen. Als sie so dasaß, da kam eine vornehme Frau daher, mit einer Krone auf dem Haupt. Die glänzte im Silberlicht des Mondenscheins gar herrlich, denn die Krone bestand aus Diamanten und Perlen, und viele hochgeputzte Frauen und Herren begleiteten die vornehme Frau mit großer Ehrfurcht. Die Vornehme ließ sich an der Quelle des Brunnens nieder, wo liebliche und lustige Bäume standen. Ein Lehnstuhl wurde ihr hingesetzt, mit weichen Kissen belegt und überzogen mit Goldbrokat. Ein Schenktisch mit goldenen und kristallhellen Gefäßen wurde aufgestellt, und auf einem anderen Tisch, unweit davon, ward eine köstliche Mahlzeit aufgetragen. Und eine Musik mit Hörnern und Saitenspiel begann sanft und süß. Das alles war ganz schnell von einem Augenblick auf den anderen da. Glückskind hatte sich, während das alles vorging, schüchtern und gleichsam wie vor Angst, hinter einem Fliederstrauch versteckt, indem es dachte, es gehöre nicht zu den vornehmen und glänzenden Leuten. Da ging es ihm wie vielen Erwachsenen, welche sich auch gerne vor den Vornehmen und Glänzenden verbergen. Oder wenn sie hervor müssen, vor ihnen kriechen, als wären sie Würmer und keine Menschen. So etwa mochte es dem armen Kind gewesen sein. Glückskind hatte sich zwar versteckt, aber die vornehme Frau, welche eine Königin war und daher wie die Königinnen meistenteils ein recht scharfes Auge für kleine Dinge hatte, sah sie doch und ließ sie durch einen ihrer vornehmen Diener heranrufen. Demütig, sanft, sittig und beschämt stand das schüchterne Mädchen mit gesenkten Augen vor der Königin, der es gar sehr gefiel. »Was machst du denn hier, du liebes, holdes Kind?« fragte die Königin gütig. »Fürchtest du dich denn nicht so allein am Abend?« »Fürchten?« antwortete das holde Kind. »Nein, gar nicht. Ist doch der liebe Gott bei mir und seine heiligen Engel sind auch da. Und ich habe ja auch nichts, was mir einer nehmen könnte. Ich habe nur dieses Kleidchen aus Leinen, sowie einen Nelkenstock und einen Silberring, die sind aber zu Hause. Und den Nelkenstock, der sogar schön riecht, den wollte ich begießen und mir Wasser dazu aus dem Brunnen holen.« »Hast du denn schon Abendbrot gegessen?« fragte die Königin. »Ach nein, noch nicht. Es war nicht viel da, nur zwei Eier und ein Stück Brot, das hat der Bruder gegessen.« Da musste sich Glückskind an der Königin Tisch setzen, und es wurde ihm das Beste aufgetragen. Es aß aber nur ein wenig. »Worin denn?« fragte die Königin. »Wolltest du das Wasser schöpfen, die Nelken zu tränken? Du hast ja keinen Krug mit dir.« »O doch«, sagte das Mädchen, »ich habe ihn hier unten auf die Erde hingesetzt.« Da griff es danach und wollte ihn der Königin zeigen. Da war wohl ein Krug, aber der war aus Gold und so schwer, dass er sich kaum erheben ließ und war besetzt mit funkelnden Edelsteinen. »So einen schönen Krug hast du?« fragte die Königin. »Ach nein«, sagte das Mädchen betrübt, »der ist nicht mein. Meiner war nur ein irdener Krug, und der ist nun fort, und ich habe keinen anderen. Oh, meine armen Nelken, sie dürsten so sehr.« »Nun«, sagte die Königin, »so nimm diesen da und sei nur getrost, schöpfe nun.« Aber als das Mädchen schöpfen wollte, war der Krug schon voll mit Wasser, welches köstlich und erquickend roch. »Daraus sollst du deine Blumen gießen«, sagte die Königin freundlich, »so werden sie recht wunderschön blühen und riechen. Geh hin und komm wieder, ich werde hier noch eine kleine Weile bleiben.« Da lief das Mädchen eiligst nach Haus und wollte der gütigen Königin den schönen Nelkenstock aus Dankbarkeit bringen, wenn es ihn erst würde getränkt haben. Als das arme Kind aber in sein Kämmerlein kam, wo der Nelkenstock im Fenster gestanden, da war er fort, denn der garstige Wanst hatte ihn fortgenommen und versteckt und statt desselben einen Kohlkopf hingestellt.
Da wurde das Mädchen recht tief betrübt, denn es hatte sich so recht herzinnig darauf gefreut, der gütigen Königin auch etwas zu schenken. Da es nun nichts Besseres hatte, nahm es den Silberring und sagte der Königin, wie es mit dem Nelkenstock sogar übel ergangen sei. Die Königin nahm den Ring an, steckte denselben an ihren Finger, indem sie sagte: »Ich nehme den Ring von dir, du gutes Kind, und bleibe nur so sanft und fromm und habe Geduld, nur noch eine kleine Weile, so wird schon alles gut werden.« Hierauf setzte sich die Königin in ihren prächtigen Wagen, und 6 schneeweiße Pferde flogen mit ihr so schnell davon, als ob sie Vögel wären. Als nun das Mädchen wieder in sein Kämmerchen kam und den Kohlkopf noch immer im Fenster sah, wurde sie auch einmal böse, weil ihm der garstige Wanst die Freude mit dem Nelkenstock verdorben hatte, und warf recht unwillig den Kopf zum Fenster hinaus. Da rief es mit kläglicher Stimme: »Ach, mir sind ja alle Rippen im Leibe zerbrochen, ich bin ein Kind des Todes!« Glückskind dachte nicht, dass es der Kohlkopf sein könne, von dem die Wehklage käme, sondern ging hinaus zu sehen, wer es denn wäre. Da war ihm der Kohlkopf im Weg, und es stieß denselben mit dem Fuß fort und sagte: »Geh, du garstiges Ding, das die Stelle meines lieben Nelkentopfs vertreten wollte!« »Tu mir doch nicht Unrecht«, antwortete der Kopf. »Du solltest mich nicht an der Stelle gefunden haben, hätte mich nicht jemand ins Fenster gestellt. Setze mich nur wieder zu meinen Kameraden hinaus, so will ich dir auch sagen, dass der hämische Wanst deine Nelken in seinem Strohsack versteckt hat.« Das Mädchen erschrak anfangs ein bisschen über den sprechenden Kohlkopf, denn es wusste noch nicht, dass es der Kohlköpfe recht viele in der Welt gibt, welchen die Sprache gar nicht fehlt. Wohl aber fehlen die Gedanken. Aber bald hatte es sich von dem Schrecken erholt und trug mitleidig den Kohlkopf an seine Stelle. Aber dann trauerte es wieder, weil es nicht wusste, wie es den Nelkenstock aus dem Strohsack bekäme, denn der garstige Wanst würde es doch nicht erlauben, denselben hervorzuholen. Indem das Glückskind so trauerte, sah es die Henne des Bruders eifrig auf dem Hof kratzen, dass der Staub davon weit umherflog. Das Mädchen griff nach der Henne und erhaschte sie und sagte: »Wart, du sollst mir den Nelkenstock bezahlen.« »Sei doch barmherzig«, flehte die Henne, »ich bin ja nicht schuld. Wie kann ich denn für den Nelkenstock büßen?« Da war des Glückskindes Ärger gleich verflogen, und es ließ die Henne frei. »Zur Dankbarkeit«, sagte nun diese, »will ich dir etwas offenbaren, zumal ich das Gackern gar zu sehr lieb habe. Du denkst, du seist des alten Martins Kind und Wanst sei dein Bruder. Dem ist aber gar nicht so, sondern du bist eine Prinzessin und deine Mutter ist eine Königin. Die hatte schon 6 schöne Töchter geboren, aber der König war wunderlich und sehr schlimm und vermaß sich hoch und sehr, wenn die Königin wieder in die Wochen käme und brächte ihm keinen Prinzen, so wolle er sie erstechen. Und da die Königin eben wieder schwanger war, so ließ er sie sogleich in einen Turm stecken und gab ihr Wächter und befahl denselben im grimmigen Zorn, die Königin und ihr Kind gleich umzubringen, wenn sie eine Prinzessin brächte.« Die unglückliche Königin ängstigte sich fast halb tot, ehe sie noch niederkam. Und als sie nun niederkam, da hatte sie eine Prinzessin, und das warst du. Sie entfloh mit dir aus dem Turm, denn sie hatte sich schon lange vorher eine Strickleiter gemacht. Sie lief so weit, als sie nur Kraft hatte, und kam zu uns in dieses kleine Häuschen, wo sie nicht weiter konnte. Sie erzählte uns ihr grausames Unglück und bat mich, ihr Kind groß zu säugen, nämlich dich. Ich aber war damals Martins Frau und tat das gern und bin also deine Amme. Deine Mutter starb wenige Tage nachher, denn sie hatte gar zu viel ausgestanden. Wir aber, Martin und ich, behielten dich bei uns
und hatten dich so lieb, als ob du unsere leibliche Tochter wärst. Da ich nun immer gern schwatzte und plauderte, so erzählte ich auch einmal diese ganze Geschichte einer schönen Frau, die prächtig gekleidet war und wohl etwas Großes sein mochte. Diese aber berührte mich mit einer kleinen Gerte, und da wurde ich auf einmal zur Henne. »Nun«, sagte sie, »plaudere und schwatze, so viel du willst.« Das habe ich denn auch ordentlich getan und unaufhörlich gegackert. Als nun der arme Martin von seiner Arbeit nach Hause kam, fand er mich nicht. Er suchte mich mehrere Tage lang, aber das war ja alles vergeblich. Da dachte er denn endlich, ich möchte vielleicht in den Wald gegangen sein und wäre von den Wölfen gefressen worden oder sei im Fluss ertrunken und von dem Strom fortgeführt worden. Nach einiger Zeit kam die vornehme Frau noch einmal und gab deinem Pflegevater den Ring und den Nelkenstock, da ich eben auf dem Hof war und Würmchen suchte. Sie befahl ihm auch, wie du heißen sollst. Indem sie aber noch da war, kamen 20 grimmige Trabanten, die hatte dein wirklicher Vater, der König, ausgesendet, dich zu suchen und umzubringen. Das ist aber gar nicht geschehen, wie du wohl weißt, sondern die vornehme Frau sagte leise nur ein paar Worte, da waren die Trabanten allzumal in Kohlköpfe verwandelt. Sieh, nun weißt du, dass du eine Prinzessin bist. Ich wundere mich nur, dass ich auf einmal wieder sprechen kann, was ich vorher gar nicht gekonnt habe. Und der Kohlkopf, den du aus dem Fenster warfest, konnte es auch. Ich denke, das hat etwas zu bedeuten.« Also plauderte die Henne und war froh, dass sie es konnte, weil sie so lange den Schnabel hatte halten müssen. Glückskind sann all über diese Wunderdinge nach, aber es konnte sich keinen Reim daraus machen. »Wenn ich nun auch eine Prinzessin wäre, wäre ich denn nun glücklich? Wenn es allen Prinzessinnen so zumute ist wie mir, so steht es mit ihnen sehr übel.« Ich wollte, ich wäre ein Gänsemädchen im Dorf. Das hat doch sein Stück Brot, springt lustig auf der Wiese herum, sucht Blumen, windet Kränze daraus und singt sich ein fröhliches Liedchen. Jetzt fiel dem Glückskind der Nelkenstock wieder ein, und als es in die Stube trat, war zum Glück Wanst nicht da, sondern war in den Wald gegangen. So wollte es denn den Strohsack aufmachen und den Nelkenstock herausholen. Aber da kam ein großes Heer von garstigen Ratten mit hässlichen langen Schwänzen aus dem Sack hervorgeschossen, grimmig und böse auf Glückskind zu. »Ach, ihr lieben Nelken«, rief es, »wie soll ich euch nur erretten?« Als aber die Ratten nicht aufhörten, auf das Mädchen zuzufahren, es verfolgten und in sein Gesicht hinaufspringen wollten, lief es in der Angst zu dem Krug aus Gold und sprengte Wasser auf die Ratten, die alsbald mit hastiger Angst davonliefen und sich in ihre Löcher verkrochen. Jetzt holte Glückskind seine lieben Nelken aus dem Strohsack, aber die trauerten mit hängenden Köpfchen und waren beinahe verschmachtet. »O, ihr lieben schönen Blumen«, sagte Glückskind, indem es den Stock mit dem Wasser aus dem Goldkrug begoss, »erholt euch doch wieder.« Das taten die Blumen, sobald sie begossen waren, und richteten die Köpfchen frisch in die Höhe und dufteten einen wunderbaren Geruch, und das Mädchen freute sich sehr. Und aus dem Nelkenstock kam eine angenehme Stimme, die sprach ganz leise. »O Glückskindchen, wie bist du so sanft und so gut und auch so schön, und ich bin dir auch so gut, so sehr gut.« Mehr sagte die Stimme des Nelkenstocks nicht, aber das war schon genug, um das Glückskind beinahe in Ohnmacht zu bringen. Es hatte zwar den Kohlkopf und die Henne sprechen gehört, aber die Stimme aus dem Nelkenstock kam ihm zu bedenklich und wunderlich vor. Indem es darüber noch nachsann, kam Wanst aus dem Walde nach Hause und wurde wild und grimmig, da er sah, dass der Nelkenstock gefunden war und wieder so schön blühte und so herrlich roch. Er packte mit seinen Fäusten die Schwester beim Arm, riss sie in der Stube umher,
gab ihr einige Püffe und schleppte sie mit Schimpfen zum Hütchen hinaus, bis fast an den Wald. »Da«, sagte er, »sieh zu, wie du durchkommst, oder lass dich von den Bären auffressen. Aber zu mir komm nicht wieder, sonst schlage ich dich tot auf dem Fleck.« Das arme Glückskind war recht unglücklich und hatte beinahe alle Besinnung verloren. Erst hatte es so hübsche Worte vom Nelkenstock gehört und nun so fürchterliche von Wanst und sollte nun in den wilden Wald voller wilder reißender Tiere. Als Glückskind aus der Betäubung zu sich selbst kam, stand die schöne Frau wieder da, die ihm den goldenen Krug geschenkt hatte. Sie sprach: »Ich habe gesehen, wie übel dich Wanst behandelt hat, der doch dein Bruder sein will. Soll ich ihn dafür züchtigen?« »Ach nein«, antwortete Glückskind, »das kann mir ja nichts helfen, und er wird drum wohl nicht anders, als er nun einmal ist, und ist doch immer mein Bruder. Wenn ich nur wüsste, wohin, so verlangte mich ja gar nie mehr nach dem Hütchen, wo doch keine Liebe ist und keine Freude.« »Dein Bruder sollte er sein«, sagte die Waldkönigin, »dein wirklicher Bruder? Der tölpelhafte, rohe Mensch, der dir so übel tun konnte, das glaube ich nimmermehr. Hat man dir nicht gesagt, wer du bist?« »Eine Henne hat mir davon etwas gesagt, aber das war so wunderliches Zeug. Wer weiß, daraus klug zu werden? Was ich nach ihren Aussagen sein soll, ist viel zu hoch für ein armes Bauernkind, als dass ich es mir einbilden sollte. Wanst ist doch wohl mein Bruder.« »Er ist es nicht, du liebes, bescheidenes Mädchen«, sagte die Königin, »und du bist wirklich eine Prinzessin und bist das Kind meiner eigenen lieben Schwester. Ich hätte dir auch gern eher geholfen, aber ich hatte noch nicht die Macht dazu. Dir aber ist es vielleicht gut gewesen, dass du so niedrig und arm bist erzogen worden. So bist du bescheiden und demütig geblieben und weißt, wie Armut und Not tut. Könnte ich es machen, so sollten mir alle Prinzen und Prinzessinnen also erzogen werden. Die Zeit deiner Prüfung aber ist vorüber.« Indem sie noch so sprachen, trat ein Jüngling daher, heiter und schön wie ein Engel, einen Kranz aus schönen Nelken auf dem goldenen Lockenhaar. Der grüßte die Königin sittig und lieblich, indem er sich auf die Knie vor ihr niederließ und ihre Hand küßte. »Willkommen, mein Sohn, mein geliebter Sohn«, sagte die Königin liebreich, »jetzt ist deine Bezauberung vorüber, und du und das Glückskind, dem du deine Erlösung verdankst, werdet von nun an recht glücklich sein.« »Meine Leute«, fuhr sie fort, »die dich in deiner ersten Kindheit warten sollten, hatten dich an eine Stelle gebracht, welche ich ihnen zu betreten verboten hatte, und hatten dich außer Acht gelassen, um miteinander zu schäkern und zu scherzen. Da erhielt ein gewaltiger Zauberer Macht über dich, welcher immer mein Feind war, und verwandelte dich in einen Nelkenstock. Den Nelkenstock erlangte ich durch meine Macht wieder und brachte ihn in die Hütte, wo Glückskind war. Und ich gab ihn dem Bauern und einen Silberring dazu. Als der wieder in meine Hand zurückkehrte, so wusste ich daran, dass die Bezauberung ein Ende hatte. Und du, liebes Mädchen, hast ihn mir aus Erkenntlichkeit gebracht, weil der garstige Wanst dir deinen Nelkenstock gestohlen hatte, den du mir schenken wolltest. Das Wasser, womit du den wiedergefundenen Nelkenstock begossen hast, ist aus dem Wunderbrunnen und treibt alles Unheil ab und gibt den verwandelten Dingen die vorige Gestalt wieder. Kommt nun und zieht mit mir in mein Reich.« »Oh, meine Königin, meiner Mutter Schwester, darf ich nicht eine Bitte tun?« sagte das bescheidene Glückskind mit niedergeschlagenen Augen. »Sage mir deine Bitte, liebes Kind, du bist ja die Tochter meiner Schwester, und jetzt bin ich auch deine Mutter.« Da bat Glückskind die Fee, sie möchte doch die Henne wieder zum Menschen machen, denn sie sei doch ihre Amme gewesen, und die Kohlköpfe auch, und den Wanst möchte sie auch zum Menschen machen, nämlich zu einem solchen, der recht sanftmütig und liebreich würde, und möchte ihm viel Geld schenken, denn sein Vater habe es doch auch mit erzogen und mit ernährt. »Du gutes Kind«, sagte die Fee,
und ging mit ihrem Sohn und mit Glückskind zu Wansts Hütte und berührte mit dem Zauberstab die Henne und die Kohlköpfe. Da wurden sie wieder, was sie gewesen waren. »Aber Wanst«, sagte sie, »könne kein Geist und keine Fee zu einem rechten Menschen machen. Dazu müsse ein jeglicher sich selbst machen. Zu viel Geld würde ihn vollends verderben.« Sie ließ ihm aber, nachdem sie ihm seine schlechte Art und Natur recht hatte verwiesen, auf Glückskinds Fürbitte den goldenen Krug mit den Juwelen. Die solle er verkaufen und sich dafür ein Haus bauen und Garten und Feld dazu kaufen, damit er zu tun habe und dabei auch glücklich werde. Dann kam der Wagen der Fee mit den 6 schneeweißen Pferden, die sie mit ihrem Sohn und mit Glückskind in ihr Reich brachten.